Trikonasana, die Dreieckshaltung. Steh in Tadasana. Dann komm deutlich auf die Fersen. Und halt das Becken aufgerichtet, das Brustbein gehoben. Und steh symmetrisch, aufrecht. Die Scheitelkrone strebt aufwärts. Und dann bring die Hände vor die Brust. Lauf oder spring in eine große Grätsche. Die Fußaußenkanten parallel zum kurzen äußeren Mattenrand. Und auch hier bleib in den Fersen stehen. Halt die Oberschenkel zurück. Den Steiß abwärts, das Brustbein gehoben. Jetzt drehe den rechten Fuß, die rechte Ferse leicht nach innen und dann dein komplettes rechtes Bein aus. Und streck dich parallel über das rechte Bein, die Flanke parallel. Setz die Hand auf dem Schienbein oder dem Fußgelenk auf und streck dich aus in Trikonasana. Die untere Flanke lang. Die obere Schulter halt zurück, sodass der Brustkorb weit ist. Nun stampf nochmal die hintere Ferse abwärts, den hinteren Oberschenkel halt zurück. Und komm einatmend aus der Haltung. Und die Füße parallel und zur anderen Seite. Linke Ferse nach innen und den Fuß dreh komplett aus. Und dann Parallelverschiebung über das linke Bein. Und halt die linke Leiste zurück und die linke Flanke lang. Genau, der obere Arm streckt aufwärts und die obere Schulter halt zurück, die untere Flanke nach vorne. Atme ruhig und gleichmäßig. Wir gehen ein paar Mal dynamisch auf diese Weise. Einatmend kommt nach oben, die Füße parallel. Nimm einmal kurz die Hände an die Hüfte, Außenschultern zurück, halt die Oberschenkel nochmal deutlich zurück. Und dann dreh dein rechtes Bein komplett aus mit dem Fuß. Arme seitwärts. Streck dich seitlich aus. Und dann Parallelverschiebung über das rechte Bein. Stütz die Hand auf dem Fußgelenk oder dem Schienbein. Und bring die untere Flanke nach vorne, die obere Schulter zurück. Halt die hintere Ferse schwer, hintere Fußaußenkante abwärts. Atme noch einmal tief ein und dann komm einatmend nach oben und die Füße parallel zur anderen Seite. Linker Fuß dreht komplett aus mit dem linken Bein. Parallelverschiebung über das linke Bein. Linke Leiste tief, untere Flanke lang und die obere Schulter halt zurück. Die untere Flanke kommt nach vorne, die obere zurück. Und atme tief ein und ausatmend nochmal die Ferse, hintere Fußaußenkante abwärts. Einatmend, komm nach oben. Und die Füße parallel. Du kannst zwischendurch immer die Hände auf den Hüften absetzen. Und der andere Fuß, drehe jetzt den rechten Fuß wieder komplett aus. Und noch einmal dynamisch, komm mit langer Flanke über das rechte Bein. Streck wieder hinten in die Fußaußenkante. Und rechte Fußaußenkante auch abwärts. Und dann die untere Flanke nach vorne, die obere zurück. Der Brustraum weit. Und einatmend, komm hoch. Und die Füße parallel. Linker Fuß dreht komplett aus mit dem linken Bein. Komplett. Und dann Parallelverschiebung über das linke Bein. Die Schultern direkt über der linken Hüfte. Genau, beide Arme strecken. Untere Flanke nach vorne, obere Flanke zurück. Der Brustraum weit geöffnet. Und einatmend. Komm nach oben. Bring die Füße parallel und die Hände an die Hüfte. Und lauf oder spring dann zurück in Tadasana. Finde dich noch einmal in Tadasana. Steh auf den Fersen. Schultern, Außenschultern, Rück. Das Schambein hebt, der Steiß streckt abwärts. Brustbein aufwärts und die Scheitelkrone streckt aufwärts Richtung Decke.
Und nun nehmen wir zur Betonung der unteren Flanke, dass die untere Flanke auf jeden Fall lang bleibt, einen Stuhl. Das passiert leicht, dass die untere Flanke eng wird, kürzer als die obere. Nimm den Stuhl an den äußeren kurzen Mattenrand, rechts beginnt, die Hände vor die Brust, große Grätsche, Lauf oder Spring. Die Fußaußenkanten erst parallel und dann dreh die rechte Ferse nach innen und den ganzen Fuß komplett aus. Und nun streck dich parallel über das rechte Bein, die Schulter bleibt über dem Bein, über der Hüfte, genau. Und dann setz die Hand auf dem Stuhl und schieb den Stuhl weg von dir. Die untere Flanke nach vorne, die obere rück. Genau, die Halswirbelsäule bleibt lang, achte darauf, dass der Kopf nicht fällt. Und dann schieb nochmal in die hintere Fußaußenkante und halt den linken Oberschenkel zurück. Und die untere Flanke streckt ganz lang. Schieb den Stuhl weg von dir. Und fühl die Länge in den Zwischenrippenräumen. Die Achselhöhle ist weit geöffnet. Die obere Schulter rück. Obere Schulter rück. Ganz lange rechte Flanke, parallel über dem rechten Bein. Schulter, Hüfte stehen übereinander, das Hinterhaupt in Linie des Kreuzbeines. Atme ruhig und gleichmäßig. Und wenn du magst, kannst du den oberen Arm auch hochstrecken und damit die obere Flanke mehr nach hinten bringen, den Brustraum mehr öffnen, die untere Flanke streckt nach vorne. Und dann bring die Hand wieder an die Hüfte und komm einatmend hoch oder direkt. Füße parallel und schließ die Füße. Der Stuhl kommt auf die andere Seite. Und finde dich erst wieder in Tadasana. Die Hände neben die Hüfte, Außenschultern rück, steh in den Fersen. Und atme ruhig und gleichmäßig. Dann bring die Hände vor die Brust und spring in eine große Grätsche oder Lauf. Linke Ferse dreht ein und der Fuß komplett aus. Das ganze linke Bein dreht aus. Und dann streck dich parallel über das linke Bein. Die linke Flanke streckt über dem linken Bein. Die untere Flanke kommt nach vorne und dann schieb den Stuhl mit der Handwurzel weg von dir oder Handfläche. Schieb den Stuhl weg von dir, um die untere Flanke ganz lang zu strecken. Und dann bring die untere Flanke mehr nach vorne und die obere mehr zurück. Beide Beine gestreckt, die Flanke lang, Ausdehnung. Und dann, wenn du möchtest, kannst du den oberen Arm mitnehmen. Der Hand über der Schulter. Atme in die Länge deiner Flanken, besonders in die Länge der unteren Flanke. Nimm diese Öffnung wahr, der Zwischenrippenräume in der unteren Flanke und der oberen. Beide Beine stehen und ganz lang. Und dann löse wieder einatmend auf. Bring die Füße parallel, die Hände an die Hüfte oder spring direkt in Tadasana. Und finde dich in Tadasana und bring die Außenschultern nach hinten und abwärts. Das Brustbein gehoben. Und atme ruhig und gleichmäßig. Und löse auf.